Herzlich willkommen zum vorerst letzten Video zu den Corona-Zahlen in Deutschland von mir. Da sich die Zahlenwerte in den letzten Wochen doch ziemlich stark entspannt haben, denke ich, dass aktuell auch keine wöchentliche Berichterstattung und ein wöchentliches Update mehr nötig ist. Sollten die Zahlenwerte irgendwann wieder ganz drastisch ansteigen, dann wird es aber auch möglicherweise wieder Videos von mir geben. Das hier ist aber erst einmal das vorerst letzte. Nichtsdestotrotz gibt es also heute etwas zu tun. Wir wollen uns ja anschauen, wie sich die Zahlenwerte im Laufe dieser Woche entwickelt haben. Ja, und da steigen wir doch gleich ein und blicken mal auf die bestätigten Fälle laut dem Robert-Koch-Institut seit dem Beginn der Pandemie. Und da sind wir jetzt an diesem Sonntag bei knapp über 3,7 Millionen Fälle angelangt. Ganz genau, könnt ihr es ja hier sehen, sind es 3.700.367 Fälle. Und damit haben wir im Laufe dieser Woche 21.219 neue Neuinfektionsfälle registrieren können. Und ihr seht's ja, das ist ein Wert, der niedriger liegt als in der vergangenen Woche und mathematisch gesehen liegt dieser Wert um 29,7% niedriger als eben der Neuinfektionsanstieg in der letzten Woche. Allerdings gibt es an dieser Stelle ein kleines Aber, was die Genauigkeit der Werte betrifft, und das gilt hier vor allen Dingen für den Freitag. Da gibt nämlich das RKI selbst eine entsprechende Mitteilung oder hat das RKI eine entsprechende Mitteilung bekannt gegeben auf der Homepage. Es war ja so, dass am Donnerstag in zahlreichen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag war, nämlich Fronleichnam. Und ja, demzufolge ist es so, dass nicht in jedem Bundesland mit der Kraft gearbeitet worden ist, wie es normalerweise an einem Donnerstag der Fall gewesen wäre. Demzufolge ist davon auszugehen, dass sowohl der Freitagswert als auch dann der Wochenanstiegswert etwas höher gelegen wären, wenn eben in dieser Woche kein Feiertag zumindest in Teilen der Republik gewesen wäre. Nichtsdestotrotz wäre auch ohne den Feiertag hier die Neuinfektionszahlen dieser Woche nicht höher gewesen als in der vergangenen Woche. Das ist doch sehr unrealistisch. Das heißt, die Zahlenwerte sind auf jeden Fall auch weiter abgesunken. Hier können wir die Tagesanstiege miteinander vergleichen, zum Beispiel von dieser Woche mit den Werten der entsprechenden Tage in der letzten Woche. Und da können wir sehen, in der Regel sind die Zahlenwerte hier auch weiter gesunken im Laufe dieser Woche. In dieser Woche waren im Übrigen auch wieder alle Tagesanstiege nur im vierstelligen Bereich, nicht irgendwie im fünfstelligen Bereich wie noch vor ein paar Wochen. Was ja besonders heraussticht, ist einmal hier dieser Mittwochswert, denn der liegt größer, also der ist größer gewesen als in der vergangenen Woche. Ansonsten aber sehen wir, sind die Tagesanstiege niedriger gewesen als in der vergangenen Woche und insgesamt eben liegt diese Neuinfektionszahl, wie ich ja eben schon gesagt habe, für diese Woche unterhalb des Wertes von der letzten Woche. Insgesamt 8.971 Fälle weniger wurden in dieser Woche registriert. Ja, wenn wir auf die 7-Tage-Fallzahl schauen, die ja angibt, wie viele neue Infektionsfälle gab es dann innerhalb der letzten 7 Tage, dann können wir sehen, dass die Kurve in dieser Woche mal einen kleinen Knick nach oben hatte. Das ist hier aufgrund dieses Mittwochswertes der Fall gewesen, der ja eben höher lag als in der vergangenen Woche am Mittwoch. Ansonsten ist es aber so, dass die Kurve auch weiter abgesunken ist. Und wir sehen es ja auch hier, wir sind ja jetzt zum Beispiel auch niedriger liegend als hier auf dem Gipfel der ersten Welle. Also die Zahlenwerte haben sich dann doch wirklich ziemlich stark in den letzten Wochen entspannt. Und mal schauen, wie es jetzt genau weitergehen wird, ob es jetzt nochmal deutlich nach unten gehen wird oder ob sich die Werte jetzt irgendwie auf diesem Niveau mehr oder weniger einpendeln werden. Müssen wir mal abwarten. Ja, hier sehen wir die aktiv Erkrankten. Da sieht man, dass die Kurve hier wirklich sehr klar nach unten geht. Ein stetiges, na zumindest ein fast stetiges Fallen. Hier gab es ja einmal eine kleine Bewegung nach oben, aber ansonsten sind die Werte doch eigentlich durchgängig nach unten gefallen. Die aktiv Erkrankten geben ja an, wie viele aktuell mit dem Coronavirus erkrankt sind. Und diesen Zahlenwert berechnet man, indem man die Gesamtfallzahl nimmt, davon die geschätzt Genesenen subtrahiert und dann die Todesfälle bis zum entsprechenden Datum abzieht. Und so kommen wir an diesem Sonntag auf 73.145 Fälle und nach sehr, sehr langer Zeit sind wir damit wieder im fünfstelligen Bereich. Wir sind im Laufe dieser Woche vom sechsstelligen in den fünfstelligen Bereich gefallen. Und es gibt in dieser Woche, also an diesem Sonntag, 38.997 Menschen weniger, die aktiv eben erkrankt sind an Corona als noch am vergangenen Sonntag. Und das entspricht also rund ein Drittel weniger, als es noch in der letzten Woche war. Also 34,8% ist eben dieser Wert im Laufe dieser Woche gesunken bis zu diesem Sonntag im Vergleich eben zum letzten Sonntag. So, und jetzt gehen wir mal weiter und schauen auf die Bundesländer. Achtung, der Stand der 7-Tage-Inzidenzwerte, das ist wie üblich der Samstag vor Aufnahme des Videos, in diesem Fall also der 5. Juni.
Und wenn wir das Ranking anschauen, dann gibt es mal eine Veränderung, die ja viele, viele Wochen eben nicht vorlag, nämlich Thüringen war ja so lange auf Rang 1 gewesen und jetzt ist das eben mal nicht der Fall. Am gestrigen Samstag gewesen, das Saarland führt hier diese Liste an mit einem Inzidenzwert von 32. Der liegt 9 Punkte niedriger als der 7-Tage-Inzidenzwert am Samstag davor, also am 29. Mai. Und ja, Thüringen ist jetzt auf den zweiten Rang, also auf den geteilten zweiten Rang heruntergefallen. Das ist ja ein positives Zeichen in diesem Fall, das Herunterfallen. Und ja, Thüringen teilt sich diesen Rang mit Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit einem Wert von 31. Wie wir aber sehen können, das Saarland, auch wenn es jetzt an der Spitze stand, zumindest gestern, hat ja keinen so extrem hohen Inzidenzwert im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Zwischen dem Saarland auf dem ersten Rang und hier zum Beispiel Bayern, Berlin und Sachsen auf dem geteilten achten Rang ist es ja gerade mal ein 6-Punkte-Unterschied in der 7-Tage-Inzidenz. Also das ist kein gewaltiger Unterschied. Und wenn wir jetzt schauen, wie ist die Tendenz insgesamt bei den Bundesländern, dann kann man ganz klar sagen, sie ist fallend. Also wenn wir die Werte vom 29. Mai nehmen und diese mal vergleichen mit dem 5. Juni, dann stellen wir fest, in jedem Bundesland ist der 7-Tage-Inzidenzwert gefallen. Also die Entwicklung ist auch weiterhin in allen Bundesländern positiv gewesen im Laufe dieser Woche. Am stärksten ist der Inzidenzwert in Thüringen gefallen, da ging es um 20 Punkte nach unten. Und am zweitstärksten sind die Inzidenzwerte in Sachsen und in Hessen gefallen. Oder ist der Inzidenzwert in Sachsen und Hessen gefallen, nämlich um jeweils 16 Punkte. Und Mecklenburg-Vorpommern ist sogar im einstelligen Bereich mittlerweile mit einem Wert von 9, also ist ein ziemlich starker Wert und zwar ein positiver Wert, denn er ist ja wirklich sehr, sehr niedrig in Mecklenburg-Vorpommern. Schauen wir noch abschließend auf die Todesfälle. Im Laufe dieser Woche sind 816 hinzugekommen. Jetzt haben wir eine Gesamttodesfallzahl von 89.222. Diese 816 Fälle im Laufe dieser Woche bedeuten allerdings auch, dass die neue Zahl an Todesfällen weiter abgesunken ist, und zwar um rund ein Fünftel im Vergleich zur gesamten vergangenen Woche. Und zwar, ja, sind es 20,5% weniger Todesfälle. Damit sind wir jetzt am Ende von diesem Video angelangt. Wie eingangs gesagt, sollte sich irgendetwas Gravierendes tun, zum Beispiel eine vierte Welle kommen, dann werde ich womöglich auch wieder die Berichterstattung aufnehmen. Ansonsten denke ich, nach einer sehr, sehr langen Zeit ist das jetzt mal ein guter Abschlusspunkt. Die Zahlenwerte sind ja flächendeckend doch ziemlich niedrig. Und so will ich jetzt abschließend einen Punkt setzen und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.